Using if and when. Das ist Colin, ein wahrer Superfan der Queen. Natürlich will er sein großes Idol am liebsten einmal persönlich treffen. Für den Fall, dass sein Wunsch in Erfüllung geht, hat er auch schon einen Plan. If I ever meet the Queen, I will hug her. Falls er also jemals die Queen trifft, wird er sie umarmen. Obwohl Colin fast alles dafür geben würde, die Queen zu treffen, ist er sich nicht sicher, dass es überhaupt passieren wird. Deshalb nutzt er if. Das ist Murphy Muscle, der neue Bodyguard der Queen. Es ist sein Job, die Queen rund um die Uhr zu beschützen. Deshalb kann er sagen: When I meet the Queen, I will protect her. Sobald er die Queen trifft. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!